Hell, ja, das ist keine KI-generierte irgendwas, sondern das Ding ist dann wirklich hell. Wenn es dich interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Naja, ich meine, wir haben das Ganze in Schwarz, in Orange, in Grün und da ist das ganz klar. Schwarz, dezent auf der Keide gescheitert, da merkt man das im Endeffekt überhaupt nicht. Orange, wenn man es verliert. Grün, genauso, wenn man da irgendwie drauf steht. Orange ist sehr beliebt. Und wir haben immer wieder die Anfrage bekommen, warum habt ihr das nicht in Glow in the Dark? Warum habt ihr das eben nicht als nachtglühend? Und jetzt haben wir das als nachtglühend. Und was ist der Vorteil? Du hast das auf deine Messerscheide drauf montiert. Übrigens, das ist von UG Tool, das Fritz Meinecke Messer. Also das hatte der Fritz Meinecke mit dabei bei Seven vs. Wild. Wenn dich das irgendwie interessiert und du sagst, warum fängt er damit an? Dann entschuldige ich mich auch nicht. Nein, aber ernsthaft. Und du hast dein Messer irgendwo und es wird Nacht. Ja, und du würdest es irgendwo abgelegt haben. Also das ist wirklich enorm. Ich meine, ich leuchte jetzt noch absichtlich etwas drauf. Möchte ich auch dazu sagen. Das könnte man jetzt sagen, naja, das tut man ja dann nicht wirklich. Aber schau mal, das Ding leuchtet, 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 leuchtet. Und natürlich nimmt die Intensität mit der Zeit etwas ab. Aber auch durch die Nacht hindurch geht das. Am Morgen ist es nochmal ganz dezent zu sehen. Aber wenn ich das jetzt sozusagen noch einmal schön anleuchte und dann lege ich es ab, ich lege es irgendwo ab, dann kann man es trotz alledem noch immer wiederfinden. Mir ist klar, dass die Kamera das jetzt nicht so toll einfangen kann. Da ist meine Kamera einfach nicht gut genug. Aber ich kann da wirklich sagen, das ist wirklich super, um deine Ausrüstung in der Nacht wiederzufinden. Und ich muss natürlich zugeben, das könnte man auch anders lösen, indem man ein Lanyard anbringt. Und auch da haben wir auch im Sortiment ein Beard Baird, was auch immer so ein Kugel hinten anbringt, das es in Glow in the Dark gibt, haben wir natürlich auch im Sortiment. Aber mit dem hier habe ich ja zwei Fliegen mit einem Streich. Ich habe einerseits meinen Universal-Feuerstahl halt, ich habe gleich einen Feuerstahl mit dabei, den man jetzt mögen kann oder auch nicht. Und ich habe gleichzeitig, entweder, wenn man es in Orange nimmt, für den Tag eine wunderbare Wiedererkennungs- und Wiederfindeeinrichtung mit dabei, beziehungsweise eben für die Nacht in Glow in the Dark. Die Montage ist auf so gut wie allen Kydex-Scheiden machbar, wegen diesen Langlöchern, die wir damit eingebaut haben. Das habe ich hier schon einmal an einer anderen Stelle erzählt. Also das ist auch kein Thema, wenn die nicht zu breit werden. Aber schau in meinem Shop vorbei, da hast du alle technischen Daten. Ist das auch kein Thema, wenn du ein Easy-Messer hast, also so ein Easy oder wie auch immer man das jetzt ausspricht, da haben wir auch eigene dafür kreiert, weil die etwas breitere Kydex- oder beziehungsweise Kunststoffscheiden haben. Für Cold Steel und für viele andere Teile haben wir das dann extra kreiert, aber für klassische Kydex so wie man das kennt, passt das. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich da unten den Link zu dem Teil. Vielleicht magst du auch eine kleine Mini-EDC-Lampe dir mal checken. Da haben wir auch schöne Halterungen für die Kydex-Scheide oder einfach nur so oder beziehungsweise als ja, versteckt zum Tragen, damit du die Lampe wirklich immer mit dabei hast. Ich wollte noch billige Eigenwerbung machen, weißt du, weil man ist immer untermessert.